Hier und da hast du vielleicht schon von dem Wort Portaltagen gehört. Aber was bedeutet das eigentlich, ein Portaltag? In dieser Zeit, das ist meistens eine Zeitspanne im September 2022, sind es zum Beispiel 10 Tage und auch im Oktober wird es wieder Portaltage geben. Es kann ein einzelner Portaltag sein oder eben auch mehrere Portaltage am Stück. September, Oktober 2022 sind die Portaltage regelrecht geballt. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich und das hat aber auch einen ganz besonderen Grund. Bei den Portaltagen ist es nämlich so, dass sich sogenannte universale Portale öffnen, um neue Energien freizusetzen und auch seelische Heilungen zu vollziehen. Aber was genau bedeutet das?